Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Space 3, irgendwie so im Weltall, Tatankas Returns. Im letzten Part haben wir die Schneewelt abgeschlossen und sind im Weltall gelandet, wie auch immer diese Transformation bzw. dieser Transport möglich war. Und ich bin immer noch stolz auf meine Ultra-Ratungs-Skills. Choro hat sogar erraten, ich wette, er hat das Game schon mal durchgezockt, privat, während wir nicht aufgenommen haben. Nein, aber ganz ehrlich, das habe ich wirklich nicht getan. Doch, darum ist er so gut, er kennt die Level schon. Und er darf sich nur dem Magma-Meteor stellen, das er wahrscheinlich eh schon in- und auswendig kennt. Ich gebe Choro 3 Versuche, dann hat er's durch. Ich werde erst mehr als dreimal sterben, du. Yes, deine Hassrivalen fast. Zumindest eine Variante deiner Hassrivalen. Und ich hoffe, dass mein Deutsch dieses Mal besser wird als am letzten Part, obwohl es immer noch genau derselbe Aufnahmetag ist, nur 2 Sekunden nach dem Ende des ersten Parts. 2 Versuche hat Choro noch, um sein Leben zu bereichern. Danach wird ihm die Folterqual, danach wird ihm die Guillotine drohen. Das hat ja lange gedauert beim Laden. Ja. Sogar Barter. Oh, stimmt, ich habe ja sogar Space Jump, ich voll Idiot. Das siehst du mal. Das habe ich seitdem. Ja, die Musik kenne ich, wo kommt die her? Und da mich an irgend so einen Donkey Kong. Nee. Das ist nett. Oh Mann, jetzt bleib doch mal am Leben, ich will's hören. Das ist ein Adventure. Ich glaube, von dem Heck tue ich mir die Musikfiles holen. Hä? Du hast die Wand berührt. Die Wand, genau. Marco, das ist eine Wand. Siehst du das? Okay, siehst du das? Vergesst meine Deutschkenntnisse. Ich meinte die Decke. Jetzt siehst du, jetzt habe ich sogar die Decke berührt da unten, ne? Nein, ich meinte davor. Ja, aber ich wollte den Job kontinuieren. Und das war... So, ich gehe außen rum, um zu sterben. So viel dazu, ich kenne das Level in- und auswendig, Marco. Ich hasse dieses Level schon jetzt. Ich find's auch irgendwie komisch. Und die Musik sagt mir jetzt doch nichts mehr, aber den Anfang kannte ich. Ich glaube, wir sind langsam echt in der finalen Welt. Vielleicht ist es ja auch die vorletzte Welt. Kann gut sein. Ja, dann ist Tatanka in Wirklichkeit ein Alien. Ich glaube, es war echt Tatanka. Er hat das Kursion-Hauptquartier eingenommen, nachdem Crucius vernichtet wurde. Und Crucillus irgendwo im Jenseits lebt und... Ja. Er lebt ja immer noch als Flieger... Warte, Crucillus war ja der Fette. Ja, Crucillus war der Lila, ne? Ja, der lebt ja noch, aber Crucius hat ja immer noch eigentlich einen fliegenden Kopf. Ja, aber für mich ist der tot, weil das ist ein Kopf, der lebt irgendwie. Ich weiß, Nintendo und so, aber nein. Na, aber ich weiß, aber Technologie und so kann ihm einen neuen Körper geben. Ja, aber er ist nicht... Hallo, wir haben einen super intelligenten Computer namens Tech gehabt, ne? Ja, super intelligent. Er wusste nicht mal die Definition von Liebe. Ja, weil er sich nur auf das Technische befasst und nicht was Feels angeht. Ist ja logisch. Ja, aber das Technische. Er müsste jeden Wikipedia-Eintrag haben. Zu der Zeit gab es Nintendopedia nicht einmal. Also derer Welt. Ja gut, aber... Da müsstest du schon Professor Igitt fragen, ne? Ja, Professor Igitt, naja. Hallo, er hat uns immer super Radare gebaut aus Game Boy Advance, aus dem Nintendo DS. Sogar ein Kommunikationsgerät auf einem Game Boy Color. Ja, das weiß ich. Igitt hat schon Style gehabt für seine Zeit. Im Prinzip ist er Miyamoto, er hat alles erfunden. Hör mal auf zu sterben jetzt. Ich hasse dieses Level, was willst du denn? Ich will nicht schon wieder 14 Minuten vergammeln, wir sind schon bei 7. Ey, im Gegensatz gibt's hier keine Todsaver wegen dem Boss. Ja, da bin ich ja nicht ich schuld. Wenn Todsaver muss ich immer an der eigenen Nase packen. Danke, 355. Boah! Kurs clear. Jetzt darf ich mich schon wieder in den Luftschiff stellen. Ich hasse mein Leben. So, Marco, jetzt kommt dir langsam dann die. Was ist das überhaupt? Ein Luftschiff, ne? Ja, aber du darfst dich dem UFO stellen. Fleet floating. Oder bestimmt wieder so, wenn es ein Scrolling-Level ist, ne? Ich lache mich dann tot. Warte, ich mal leise. Ich kann mich nicht bewegen, warte mal. Geh nach oben. Jetzt. Ich war gerade nicht auf dem Game. Oh ja, Mann, die Musik. Scrolling-Level, by the way. Marco, das ist Karma. Ja, Karma fucks me like. Ey, ich nehm das, dann hast du eine Reserve. Nein, die letzte Hürde. Das war die erste Hürde im All. Ich sollte die Reise gar nicht beginnen. Aha, denkst du, ich hab dich nicht gesehen. Und trotzdem. Weißt, du kannst zum Glück hoffen, dass du Space. Dun.
What the fuck? Wie hoch? Springst, ne? Los, Marco! Ja, ich glaube, da musst du das Teil schon ein bisschen bewegen. Wow. Okay. Da, 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 oh shit! La 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 la! Oh, oh shit! Wie gesagt, das hab ich nicht ge- gut, ich bin trotzdem tot, oder? Nee? Ja toll, die Prozente, die gehen mir am Arsch vorbei. Nein, ich liebe sie! Aha! Habt ihr alle gehört? Choro! Okay, ich werde gekündigt. Das ist die erste Priorisierung in unserem Vertrag. Oder Priorität, Priorisierung. Oh, ich kann kein Deutsch. It's my point! Bis jetzt stellst du dich besser an als bei deinem letzten Raumschiff-Level, beziehungsweise Luftschiff. Aber ich habe auch die geile Mucke im Hintergrund. Oh Gott, ich werde mich töten müssen. Nein, musst komm du jetzt runter! Fast! Bis jetzt ist das Level eigentlich sogar einfacher als das davor. Alter, das ist übel das schwierigste Level im Game, jetzt sei mal nicht so. Dreh mich mal mit dir über das erste Level. Guck dir das mal an! Ja, wow, Marco, das ist die letzte Hürde. Ist ja logisch. Du hast recht. Da muss man. What the fuck? Marco, die letzte Hürde! Ich schaffe diese Hürde. Boah, das ist Combination! Das war nicht die letzte Hürde, du hast mich verarscht! Das war der es war die Probe. What the fuck? Warum wurde ich jetzt abgemetzelt? Verpiss dich mal. Du hast keine Existenzberechtigung in meinem Leben. Hä? Sagtest du und dann lässt du dich noch. Ja, Luigi hat auch keine Existenzberechtigung in meinem Leben. Deswegen wird er auch doppelt geschlossen. Ein bisschen schneller laufen. Sogar die letzte Hürde, sogar die Rettung der letzten Hürde hat ihn nicht gerettet gerade. Das war die Prozenthürde. Oh Mann, Facepalm. Warte, muss ich da hoch? Ja. Zur Röhre. Pilz. Weißt du was? Nein, ich muss das nochmal holen. Weißt du, wie simpel das ist? Ja, genau. Einfach warten und dann holen. Das könnte aber wirklich ein Boss sein. Es wird doch einer sein. Nein! Die letzte Hürde! Nein, lauf! Abgeschlafen. Alter, ich hätte so gelacht, wärst du jetzt gestorben! Ich hätte auch gelacht. Weißt du, da haben wir so... Wii. Das war so die letzte Hürde, man denkt, man schafft's, aber dann kommt die Kette. Ja, Mann, das ging sogar echt gut. Tatanga Space Fortress, was, ist echt das Finale? Tatanga, das wird der finale Part sein! Okay, Tatanga, du Alien Boy! Ich bin darauf eigentlich nicht eingestellt, ich dachte, wir machen schon ein bisschen weiter, aber okay. Oh, schon wieder diese gleiche Idee, dass es zweimal verwendet ist, komisch. Das ist sogar mit Laserstrahl. Ah! Die Unsichtbare. Da, wo, war, da, da, Laserstrahl! Das war unsichtbar. Der war halt schon da, ohne da zu sein. Ich glaube, das könnte schwierig werden. Nein, nicht nochmal. Was war das nochmal? Das war doch... Ja, ich kenne das. Final Stage bei Mario Luigi Super Smash Saga. Richtig. Was? Diese Lasers sind rücksichtlose Killer. Also Superstar Saga, ich wollte es 2013 mal LP und hab's bis heute nicht gemacht. Ich geh auf Nummer sicher, Marco. Ich glaube, Tatanga ist echt dieses Alien-Vieh. Ich guck's dir doch an, aber den kenne ich nicht. Wer ist Tatanga? Hat er jemals gezeigt? Ha? Hat er jemals mal sein Fächtes gezeigt? Nee, da hinten im Hintergrund ist schon wieder dieses Alien-Ding. Ja, aber Tatanga im Vorgänger, meine ich. Ja, ich kenne ja Tatanga nicht. Das ist die schwierigste Stelle des ganzen Spiels, Mann. Ich hab sie überwunden, ich hab das Display beendet. Nein! Ja. Dieser Feigling. Dafür stirbt er. Jetzt hoffentlich selbst in deinem Tod. Alter, die letzte Hürde vom Checkpoint. Nein. Ich hätte es weiter geschafft, ne? Aber ich will das hier haben. Schafft alle Hindernisse, stirbt durch eine Fallgruppe. Nein, ich sterb durch einen Übergang hier. Kann ich dich töten? Kann ich dich töten? Kann ich dich töten? Kann ich dich töten? Nein. Was bist du denn für ein Kopf? Es ist ein, wie heißen sie? Rob. Ein Rob-Verschnitt. Das sieht aus wie Chibi-Robo. Das sieht echt so aus wie so ein Chibi.
abgeschlachtet. Oh, das erinnert mich an Donkey Kong Country Returns, dieses Platterpressen oder wie das heißt. Die Maschinenwelt. Und dieser Lake erinnert mich an. Ganz privat Sachen. Ja. Ich werde den Final-Boss in diesem Tempo nicht schaffen, Mann. Wenn er so heftig wird wie Kamek, dann kann nicht. Ich gehe davon aus, dass es so heftig wird. Ich glaube auch. Ich muss das jetzt nochmal schauen, aber ich will meinen Pilz behalten, weil ich habe das Gefühl, ich brauche den Pilz. Boah, was? GG, Mann. GG to me. Du durch meine Hilfe! Sonst wärst du dem Untergang geweiht. Ich habe mir selbst gerade gemacht. So viel geht das. So powert sich Choro auf. Nein, das kann es nicht sein, oder? Das kannst du mir nicht erzählen. Er wurde geschlacht. Was? Was? Wie soll ich? Was? Hast du doch gerade diesen Glitch gesehen? Achso, nein, wahrscheinlich wegen den Augen. Alter, das macht mir gerade heftig Angst, diese Stelle. Das schaffe ich nicht ohne Damage. Das stimmt. Choro ist an dem Abgrund geweiht. Wie wird Choro dieses Szene... nicht besser schaffen. Choro, wie wirst du das schaffen? Erfahrt es jetzt ohne Werbung. Ohne 50 Cent Anrufe, wo ihr abstimmen könnt. Alles live. Was? Er wurde betrogen. Was? Ja, ist ernsthaft? Wie soll das gehen? Guck warte mal! Doch. Warte doch. Der kommt doch gleich. Jetzt! Du musst da zweimal... Kann ich überhaupt da bei den Stacheln da oben stehen? Ich glaube ja, nicht, oder? Ja. Warte. Oh. Ja, das war jetzt dumm. Ja, du musst da sofort drauf springen. Das erinnert mich an einen Turm aus der Creator. Also der war nicht so heftig, aber der ging auch übeleglich mit übeleglichen Prüfungen. What, das war Glück, aber das war Dummheit. Ja, aber wegen der Scheißgeschwindigkeit vom Laufband! Ja, das siehst du mal, wenn Josie auf Laufband stellt, weil er so fett ist, tut die Geschwindigkeit sich von alleine auf 120 km/h erhöhen. Wenn er nur einen Fuß drauf stellt und kurz sich vorwärts bewegt. Ich hasse diese Stelle! Das ist, oh Gott, das ist die finale Hürde hier! Joe hat den Schatz niemals ausgegraben, ohne sein Leben dafür zu lassen. Seine nein, Arme, seine nein, Finger, seine nein, Beine. Nein, nein, sein nein, Kopf. Nein, 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 sein nein, nein, Kopf. Nein, 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 nein. Hallo, es wäre doch kein Finale, wenn ich das Level nicht mal versuchen dürfte, um mein Skill zu beweisen. Marco, bitte bring dich um, das schaffst du nicht. Jetzt, ich meine das ernst. Jetzt kommt mein wahrer Skill. Ich hab sogar... Skill! Hat sich gehackt hier! Ha! Da siehst du mal! Du hast keinen Pilz gekriegt. Ich weiß, ich brauche keinen Pilz. Ich töte dich jetzt. Warte. Der erste Gegner war kein Problem. Die Presse aber schon! Okay, ciao. Da seht ihr mal, es steht 1-1, okay. Du meinst 2-0, weil wir in Team arbeiten. Du hast recht. 2-1 steht's, ich hab den immerhin umgebracht. Aber ist auch blöd geregelt, dass man da sofort weitergeht, wenn man nur dieses Ding da berührt, ja. Auf der gleichen Höhe meine ich, dass es da so ist. Ja, ne. Von allen Möglichkeiten war das einer der bittersten und gleich zweimal. Was? Sie ist Ding da oben schleiden! Ja. Schleiden. Ja, schleiden, man. Es muss extra umbenannt werden. Ich schleide jetzt auch. Ich schleide. Ich schneide. Ich leide. Joro, wann machen wir eigentlich mal unser Pokémon-Battle? Was? Warte, Pokémon-Battle wo? Wir wollten nochmal mit Flo zusammen die Namen der ersten 151 Pokémon systematisch aufzählen, beziehungsweise nacheinander. Und der erste, der dem keiner mehr einfällt, hat verkackt mit Bestrafung und so weiter. Ja, dafür kriegen wir alle eine Bestrafung, als ob ich die Reihenfolge kenne. Nein, nicht die Reihenfolge. Nur die ersten 151 Pokémon generell. Ohne Reihenfolge, egal wie du sie nennst, es darf halt nur nicht doppelt vorkommen. Und wenn ich gewisse Entwicklungen verwechsle, also zum Beispiel, irgendwie die... Nein! Du kennst doch die Namen der Entwicklungen. Also du wirst ja jetzt wohl wissen, dass sich Bisasam nicht in Reptile weiterentwickelt. Nein, aber so andere Pokémon, meine ich. Ja, wenn du ein anderes... Ich schwör's dir, Tatanga, bringt mich um, Mann! Das glaube ich wirklich. Bitte stirb nochmal! Warte, nein, geh mal ein voriges Level... Sorry. Aber ich habe jetzt ein voriges Skill, ist das Checkpoint weg, glaube ich. Stimmt. Ding, ich meinte halt, wenn du aus Versehen eins der vierten Generation oder so nennst, ist egal.
Das Einzige, wo du halt verlieren kannst, ist, wenn du halt nicht mehr weiter weißt. Wenn dir halt keins mehr einfällt. Also, wann machen wir das mal? Mal schauen, na. Ja, das war dumm. Das war blöd. Aber ich habe es weiter geschafft als letztes Mal. Du musst nur oft genug sterben, dann komme ich immer einen Schritt weiter und irgendwann tatang. Oh Gott, Marco, wie lange nehmen wir schon auf? Ich möchte das hier nicht in die Länge ziehen. 15 Minuten. Also freut euch. Ihr könnt jetzt an dem Part wie immer abschauen. Wenn es eine halbe Stunde ist, sind wir gut durchgekommen. Wenn es eine Dreiviertelstunde ist, haben wir Probleme gehabt, aber haben es doch noch irgendwie mit Glück gerade biegen können wahrscheinlich. Und sobald es die Stundengrenze erreicht hat, wisst ihr, okay, die zwei haben wieder vollkommen versagt. So wie es für uns typisch ist. Und 80% vom Versagen geht eh auf mein Konto. Ha! Also, sogar was? Der Roboter wurde sogar gecheatet. Abgemetzelt. Von seinem eigenen Freund umgebracht. Ins Presswerk. So entstehen zerdrückte Konservendosen. Jetzt weiß ich, wo mein Brot in der Dose immer gelagert ist und warum es Augen hat. Dein Brot hat Auge. Hin und wieder. Hat sogar drei. Hat vier. Hat wie viele Augen? Hat ein Auge? Hat drei Augen? Ja, hin und wieder hat schon mal zwei. Hin und wieder? Ja, eins habe ich auch mal gehabt, das hat er ein Auge, aber sonst nur halt drei. Ich will schon meinen Pilz behalten, mal ganz ehrlich, die Passage danach ist so Betrug, Mann. Vor allem jetzt im Lag, ne? Oh mein Gott, Butter! Nein! Bart ab, der tot. Fuck off, Pilz! Fuck off, tot! Fuck off, Projekt! Ich glaube, wir schaffen das Projekt nicht. Gamma 5, ich werde nie wieder ein Hack von dir zocken. Ah ne, beim nächsten Hack, keine Ahnung, in 75 Jahren oder so, kommt's ja wieder, so eins von uns. Ne, der nächste Hack wird jetzt keine 2 Jahre mehr dauern, glaubt's uns. Stimmt, es wird unter 2 Jahren dauern. Ich werde... Weißt du, hier kommt ja sogar noch ein Pilsig Vollidiot. Wir werden uns heute dann zusammentun in einem Haus. Oh mein Gott! Weißt du, nicht mal so eine Passage schaffe ich. Ja, mach mal wieder. Ja, danke. Ich rede jetzt am besten nicht so viel, damit Chlorophyll sich konzentrieren kann. Nein, den Trick kenne ich schon. Hier. Yeah. Genau die Stelle. Was? Ich sollte mich wirklich gleich auf die Stacheln dann stellen. So ja, geht das nicht weiter. Komm. Mach's doch nicht so spät aus! Da, genau die Stelle, die hasst sich über alles. Ja, safe. Dreimal safe. Wow, das war jetzt mehr Glück als Verstand. Wow. Wer ist das? Was ist das, Danga? Irgendwie kommt mir der bekannt vor, aber irgendwie auch nicht. Sieht mir aus wie so ein... Doch, ich kenn den Trottel. Warum ist der so simpel? Das ist doch nur die erste Form. Du kennst doch Rennbosse, sie haben nie eine Form. Stimmt, ja, jetzt kommt die Bombe. Nein, jetzt ernsthaft? Vor allem... Ja... Ein Endboss mit nur einer Form ist ein Novize. Der hat noch nicht den Sinn von Endbossen verstanden. Umso mehr Formen ein Endboss hat, umso besser. Laut Theorie. Nein! Oh Gott. Er will mich da runterwerfen, really? Ist das dein scheiß Ernst? Kick deine Familie weg! Und der Bruder rächt sich. Wie, du hast meine Familie beleidigt? Komm mal her! Der Moonjump. Du darfst ihn nicht zum Explosion. What the fuck? Wie einfach war der? Okay, Tatanga ist endlich zum dritten Mal besiegt worden. Hoffentlich kehrt er nie wieder zurück. Das kann nicht das Ende sein. Yes, Mann! Das war ja 2% von Kamek. Romy, dich werde ich finden. Romy? Und Gamma, das war ein echt unwürdiges Finale. Du hast so geil hingearbeitet, dann kommt so ein Kacklappen. Nameless, ich werde dir einen Namen geben. Iceman, ich werde deine Eiswelt haten. Iceman.
Alessio, du scheiß Italiener. Die Blocks, Mann! Das ist die Blockerliste! Alter. Das war zur Seite, ne? Sie wurden alle geblockt, nachdem sie es getestet hatten und verkackt haben. Tools. Okay. Alcaro. Bandicute, ich wusste doch. Das sind die Tester, das sind die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass das durchgelassen wurde. Diese scheiß Lost Levels Entwickler. Gott! Alter, High Five, Gott. Okay. Ey, das ist bestimmt der Hitler geschrieben, ne? Okay, ich habe ja vorher gesagt, wenn es eine halbe Stunde geht, waren wir gut. Wir sind jetzt bei 21 Minuten knapp. Wir sind Gott. Bros, okay, Leute, irgendwie, ich bin doch überhaupt nicht in Endstimmung. Ich war überhaupt nicht drauf vorbereitet. Aber anscheinend ist es so. Dann, wo bin ich jetzt? Ich bin abgehauen. Ja, ne, ich hab dich allein gelassen. Ich gönn mir Peaches, während du hier rumgammelst. Ja, dann würde ich mal sagen, wir bewerten das Game jetzt noch schnell, während Joro noch einmal durch die ganzen Level läuft, um das Spiel nochmal zu zeigen. Also ich muss sagen, 7 Welten, okay, kann man nichts dazu sagen. Die Welten vom Style her und von den Level-Kreationen und Ideen auch ganz gut. Musikalisch top, kann ich nichts sagen. Von der Schwierigkeit her bin ich sogar, auch wenn ich manchmal echt geraged bin, ich bin zufrieden. Ich finde den Hack gut. Nicht zu frustend, aber auch nicht zu einfach. Also eine gute Schwierigkeit. Wir hatten den ein oder anderen Lachmoment auf jeden Fall. Hassmomente natürlich auch. Ja, Gegnervariationen, manche waren komisch, wie dieser Bouncing Frosch oder diese. Ja, beispielsweise in der Wüstenwelt gab es auch ein Level, wo oben überhalb des Levels Feuerbälle geschossen wurden und so weiter. Joro zockt jetzt noch einmal Sunny Days Comeback. Rush durchkommen. Und ja. Ich find's gut, dass Sunny Days ein halbes Comeback gefeiert hat, auch wenn das Level nicht ansatzweise so heftig war. Dafür war die Pyramide genauso heftig. Die Pyramide war das heftigste Level von allen, fand ich, wegen den Lags. Und das beste Level fand ich sogar das erste Level der letzten Welt, wo diese Rot-Blau-Schalter mit den Gegnern vorkamen. Das fand ich richtig geil. Und ansonsten weiß ich jetzt nicht mehr, was man noch bewerten könnte. Fällt dir noch was ein? Die Secrets. Stimmt, die Secrets, okay. Die waren unmenschlich, also die waren wirklich zu random platziert. Die muss man leider kritisieren. Ja, also da gibt's welche, die waren normal, aber da gab's auch 2-3 Stück, die waren echt nicht von dieser Welt. Die hätte kein Mensch normal finden können, da es nicht mal Anhaltspunkte gab. Aber so ist Nintendo auch manchmal drauf, deswegen lasse ich's noch durchgehen. Nintendo? Ja, okay. Nintendo ist auch manchmal so drauf. Vor allem in Zelda und so. Und dann kann ich zum Schluss nur noch sagen, ich gebe diesem Game auf jeden Fall doch gute 90 von 100 Punkten. So, Joe, deine Bewertung. Was, ich bewerte eigentlich nichts, habe ich doch damals gesagt. Okay. Ich bewerte nichts. Okay, Joro enthält sich der Bewertung erst zu feiglich. Also, ich verteile ungern Punktzahlen. Ich habe natürlich immer meine Hassmomente. Ja, nee, Punktzahlen musst du ja nicht, aber sowas dir gut und was dir schlecht gefallen hat, das meine ich. Ja, du hast ja schon das meiste genannt, was ich nennen würde. Ja, das weiß ich ja dann. Vielleicht hast du eine ganz andere Meinung und sagst, das ist die größte Scheiße, die du jemals gemacht hast. Alter, nein, hab ich schon wirklich größere Scheiße gespielt als das. Ja, tut dir leid. Hier, Marco, hier hat alles angefangen. Mellow, echt? Ja, stimmt. Gut, das Best-of wird auch irgendwann erscheinen. Also 2019? Ja, richtig. So wie Kamix Island Best-of 2018 erscheinen wird. Und Zoro hat immer noch das Thumbnail seit 3 Jahren erstellt, aber noch nicht mal das Best-of gemacht. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Together, wenn wir einen anderen Hack herausfiltern. Ihr könnt auch mal... Also wir haben schon mal eine krasse Idee, was wir togethern könnten. Es hat auch was mit Mario zu tun, aber mehr möchten wir dazu noch nicht sagen, bis wir es dann endlich umgesetzt haben. Das wird bestimmt ganz cool. Falls ihr auch Ideen habt, was wir togethern könnten, auf das wir noch gar nicht gekommen sind, könnt ihr es auch gerne mal in die Kommentare posten. Und ansonsten finde ich es gut, wenn es euch auch nur 1% Spaß gemacht hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Von meiner Seite war es das. Die letzten Worte widme ich dem Fettklops. Halt's mal, tschüssi!